Ich habe ja jetzt schon einige Videos über den Klackenbell-Heist gemacht, aber irgendwie ist das jetzt schon ziemlich viel und ein bisschen verwirrend. Deswegen wird es Zeit, dass wir jetzt kurz vor dem Release vom neuen Heist der GTA Online mal zusammenfassen, was wir denn jetzt alles wissen und wie dieser Heist insgesamt ablaufen wird. Darum viel Spaß bei diesem Video. Kifflo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, bald ist das größte Highlight des Dripfeed-Contents vom Update endlich da. Der Klackenbell heißt mit dem Polizei-Hellfire und vieles mehr. Und im heutigen Video möchte ich euch einfach mal zusammenfassen, was wir denn jetzt über diesen Heist wissen, euch einige Cutscenes bereits zeigen und einiges mehr. Wer meine ganzen anderen Videos gesehen hat, der wird jetzt hier wenig dazu Neues erfahren, aber es ist jetzt schon relativ viel gewesen und dementsprechend möchte ich das einfach nochmal zusammengefasst hier präsentieren. Wie wird denn dieser neue Heist ablaufen? Naja, Schritt Nummer 1 ist, wir bekommen einen Anruf von einem Altbekannten, von Vincent. Den kennt ihr bestimmt noch, denn der ist das allererste Mal im Casino-DLC uns über den Weg gelaufen, wo er ja am Ende, Achtung, Spoiler, gefeuert wurde. Dann im Diamond Casino Heist, in den Vorbereitungen, wo wir, also ein Auto, glaube ich, holen müssen oder sowas, dort ist er anzutreffen als Security-Mitarbeiter und dort erfahren wir ja auch über ihn, wie es ihm so ergangen ist und so weiter. Und jetzt bekommt er wohl einen dritten Auftritt, denn er hat sich vom Security-Mann noch etwas hochgearbeitet als Polizist. Auf jeden Fall beginnt dieser Heist damit, dass wir einen Anruf von Vincent bekommen und das klingt dann so. Hey, it's Vincent. It gives me supreme pleasure to report I am no longer mall security guard over at Rockford Plaza. In fact, these days, I'm in a position to offer you a lucrative, although unorthodox opportunity to make some money and sabotage one of your long-standing adversaries. If you're interested, meet me at the Vespucci police station. Nach diesem Anruf ist es dann soweit und wir können unseren Weg zur Polizeistation machen und dort beim Vespucci Police Department den Heist starten. Das seht ihr auch gerade hier im Hintergrund schon die Location, ich denke aber, das kennt glaube ich jeder. Kleiner Fun Fact, das ist der erste Heist, bei dem wir kein Unternehmen oder kein Apartment oder sowas benutzen müssen, sondern den Heist einfach in der Open Lobby starten können. Ziemlich cool, oder? Und damit ist der Heist theoretisch ab Level 1 spielbar, was ziemlich krass ist, finde ich. Aber zurück zum Thema. Wir bekommen eben jetzt das V auf die Map, was natürlich für Vincent steht, und dort müssen wir uns jetzt erstmal hinbegeben. Sind wir da, startet auch direkt die erste Cutscene und auch das habe ich euch gezeigt. Hier könnt ihr es euch anschauen und wenn euch das Ganze nicht interessiert und ihr das überspringen möchtet, ich habe das Video wie immer in Kapitel eingeteilt und dort könnt ihr entsprechend dann zur nächsten Stelle hinskippen. Aber natürlich empfehle ich euch, das Video komplett anzuschauen, weil dann ergibt das alles natürlich hier mehr Sinn. Whitney Bar is going inside. Now, with your reputation for depravity and general aversion to the law, in all seriousness, your countenance is quite discernible, and there are certain of my consociates who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you in person. But it's good to meet you, my friend. Vincent, the LSPD's newest recruit. Let's take a walk. Who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you in person. But it's good to cross paths with you again, my friend. After head of security at the Diamond, this isn't exactly what I had in mind, but it's still a long way from a mall cop, right? Let's take a walk. Relax. I'm a cop, but I'm not a cop. This is just where the universe put me right now. I mean, I have my path and you have yours. And quite frankly, I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other. I mean, check this out. You see that misguided individual? How do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop very conspicuously for 10 years now, in front of the largest department in the city? He cuts them in. Effenberger, you copy? Yo, Effenberger. I copy. Worst last name ever, dude. I mean, effing what? Anyway, when you got 5, we all need some effing coffee down here on Dix. And don't forget the effing cream and sugar. Copy that. Oh, these motherfuckers. Huh? I'm out here getting coffee for cops on the take. And that guy over there is only a modicum of the issue. There's a new cartel running a large-scale cocaine operation out of the Klackenbell factory in Palito Bay. And being no doubt, the cops, they're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. If you ask me, the cartel and the cops can both go to hell.
preferably on the back of the same bullet. I'm talking about a surgical strike, man. Taking out the whole operation. That's why I came to you. Let's go somewhere a bit more unfrequented. I understand your motivation in these matters. If you raid that factory, anything you find is yours to keep. But this isn't about the drugs for me. This is about these assholes running the biggest protection racket in the state. That's the kind of status quo I cannot abide. As far as my part, I can provide all the intel you need. Records, names, locations. We will need to educate ourselves on the factory, though. Gather materials so you can attack it with style and aptitude. Ding fucking dong, Officer Effenberger. We're effing falling asleep over here. Get us some effing coffee. Copy that. I'm on my way. Think about it. If anybody deserves to be fucked with, it's these guys. Can I count you in? Excellent. Now on to the first order of business. Acquire some funds. And fortuitously, we have files on some money laundering operations not far from here. The department allows them to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. Time to do what you do. I'll call you. Let me take these fucking assholes their coffee. Als nächstes, nach dieser Cutscene, steht dann natürlich auch wieder die Vorbereitung an, beziehungsweise die Vorbereitungsmissionen. Und bisher sieht es so aus, als würden wir 4 Vorbereitungsmissionen bekommen. Denn hier haben wir einen Überblick über alle Missionen vom Heist. Und zwar haben wir hier einmal Schmiergeldfonds und dann eben Setup, Einbruch und Einsteigen, Setup, verborgene Waffen, Setup, Hit and Run, Setup, deorganisierte Kriminalität und dann eben das Finale namens Tatort. Und wenn ich jetzt überlege, welche Vorbereitungsmissionen wir denn schon geleakt bekommen haben, dann wissen wir müssen auf jeden Fall Waffen besorgen, wir müssen ein Fluchtfahrzeug fahren und wir müssen irgendwas sabotieren. Vermutlich ist dann verborgene Waffen die Waffenmission, Hit and Run das Fluchtfahrzeug und Sabotage ist dann im Prinzip die desorganisierte Kriminalität. Was dann Einbruch und Einsteigen ist, keine Ahnung, vielleicht ist es dann irgendwie ein Auskundschaften oder sowas vorne noch weg, das wissen wir an der Stelle allerdings nicht. Also bis hierhin klingt diese Heist erstmal relativ basic, wir haben Vorbereitungen und am Ende dann Finale, aber es scheint bisher so, als würden wir diese Vorbereitung, diesen Heist in 3 verschiedenen Stufen machen können, also 3 verschiedene Stufen von Waffen, Ausrüstungen und Fahrzeugen. Da hätten wir einmal die Stufe Marabunda Grande, was eher so eine Straßengang ist, dann zweitens die Profis, was ja auch in einigen Missionen schon vorkommt, das sind dann so Schlipstricks. Und dann drittens haben wir das Militär, was dann natürlich am coolsten, am schwersten aber auch ist und dementsprechend hier auch als das Profi-Level sozusagen angesehen werden kann. Bei jeder dieser Stufen haben wir dann andere Waffen, haben andere Fahrzeuge und auch andere Panzerungen. Militär zum Beispiel ist besser gepanzert, aber kann nicht so schnell rennen. Dann Marabunda Grande ist kaum gepanzert, kann aber dafür besser und schneller rennen. Also ich glaube, das Prinzip ist klar. Ich habe dazu ja auch schon ein eigenes Video gemacht. Wenn ihr da noch mal ein paar mehr Infos zu haben möchtet, schaut euch das gerne einmal an. Außerdem scheint es so, als würde unsere Performance in den Vorbereitungsmissionen einen Einfluss auf das Finale haben. Es gibt im Coding nämlich eine Nachricht, die heißt, das Kartell wurde alarmiert, erledige sie alle, bevor sie die Fabrik informieren. Wenn du das nicht schaffst, wird die Fabrik im Finale besser bewacht. Aber es gibt auch die Nachricht, sabotiere die Clackenbell-Auslieferungstrucks, um einen Verdacht abzulenken. Wenn du aber alle Trucks zerstörst, wird das Kartell im Finale ebenfalls alarmiert sein. Und das Kartell wurde bereits alarmiert, die Sicherheitskameras jetzt zu löschen, wird keinen Effekt auf den Überfall haben. Im Finale selber haben wir dann 2 verschiedene Herangehensweise, einmal leise und einmal laut. Leise haben wir bereits auch schon eine Cutscene, hier verstecken wir uns in einer Kiste und ich kann euch die auch direkt mal zeigen. Schaut es euch mal an. Und dann haben wir eben laut und wenn wir laut reingehen, gibt es auch eine Cutscene und zwar die hier. Und für das Ende vom Heist haben wir bereits auch eine Cutscene, welche ich euch in noch keinem Video bisher gezeigt habe, also das hier ist jetzt für alle mal wirklich neu. Excellent work, mission accomplished.
Now to the vital matter of payment. As I'm sure you can appreciate, there are certain transactions I can't be party to as an officer of the law. But if I've learned anything from my consociates on the LSPD, it's how to look the other way. Now remember, as far as I'm concerned, you can hit that factory as often as you'd like. As long as you're giving me reasons to keep looking the other way, I'm happy. As you can see from my choice of transportation, my fortunes at the LSPD are also improving. Just got these babies in, fresh off the line. Guess who picked one up? Until next time, let's disassociate. Wirklich neu. Aber auch das ist noch nicht alles, denn wir wissen auch, dass wir mit diesem Heist den neuen und lang ersehnten Polizei-Interceptor bekommen werden. Das ist dieser Polizei-Hellfire und den werden wir eben zusammen mit dem Heist ins Spiel bekommen und hier haben wir zwei Preise. Normal kostet er nämlich unglaublich 5,4 Millionen Dollar und wir haben einen billigeren Preis von ca. 4 Millionen Dollar. Also deutlich weniger, aber immer noch ein ganz schöner Happen. Vermutlich erscheint dieser Wagen dann auch direkt zusammen mit dem Benson Klackenbell-Version, der uns ebenfalls nochmal 500 bis 700.000 Dollar kostet. Und wenn ich jetzt überlege, dass ein Hellfire 5,4 Millionen Dollar kostet und ich mal mindestens drei, vielleicht vier Varianten von dieser Karre haben möchte, dann, oh mein Gott, das wird eine ganz schön teure Angelegenheit. Falls du also noch Geld in GTA Online haben möchtest, dann check auf jeden Fall mal meinen Partner JG Gaming ab, denn dort findest du die besten und die sichersten Money Boosts für deinen GTA Online Account. Du kannst da einfach auswählen, auf welcher Plattform du spielst, wie viel Geld du haben möchtest und am Ende noch den Rabattcode JULEX verwenden, um maximal zu sparen und nochmal ein paar Millionen extra obendrauf zu bekommen. Link zu JG Gaming ist in der Videobeschreibung. Check's sehr gerne ab. Ich mache das auch schon seit Jahren und bei mir klappt's auch wunderbar, wie du sehen kannst. Dementsprechend check's ab. Link ist in der Videobeschreibung. Aber eine Frage, die ist natürlich jetzt noch offen. Wann erscheint denn jetzt der Klackenbell Heist? Genauer muss man sagen, keine Ahnung. Rockstar Games hat dazu bisher nichts gesagt, aber es gibt so einen Zeitrahmen, den man da festlegen kann. Und zwar eine Option wäre der 20. Februar, denn hier haben wir Dienstag. Dienstag ist immer Update-Tag und am 20. Februar wird es einen Patch geben, denn Rockstar Games wird den Rockstar Editor auf der PS4 und der Xbox One entfernen und dementsprechend wird Rockstar Games hier eine größere Änderung vornehmen und es wird natürlich Sinn machen, wenn sie auf der PS4 oder Xbox One den Editor rausnehmen und dann auf den anderen Konsolen eben diesen Heist reinbringen. Aktuell sieht es so aus, als würde dieser Heist auf allen Plattformen erscheinen, also auch auf der All-Gen, aber dafür möchte ich meine Hand an der Stelle mal lieber nicht ins Feuer legen. Aber ich gehe persönlich sehr stark davon aus. Und wenn ihr euch überlegt, wie es letztes Jahr war, da gab es ja auch ein etwas größeres Drip-Feed-Update, und zwar die ganzen Last-Dose-Missionen. Erinnert ihr euch? Wir haben mit dem Drug-Cross-Update die First-Dose-Mission bekommen und dann im März die Last-Dose-Missionen. Und so ist es wahrscheinlich auch dieses Jahr, dass wir hier so ein kleines Mini-Update Part 2 bekommen, so ein bisschen größeres Drip-Feed-Update in Form dieses Heists. Und ich bin da persönlich schon extrem hype drauf, freue mich schon extrem, das Ganze mit euch zu, ja, anzuschauen, auszukundschaften und diesen Heist mit euch zusammen zu zocken. Also Freunde, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Dann werde ich natürlich auch einen Guide hochladen, wie ihr das Ding First Try Easy durchkriegt mit allen Elite-Herausforderungen und so weiter und so fort. Dementsprechend Leute, lasst ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald. Und ciao. Peace.